Herzlich willkommen zum vierten Teil. Hier ging leider einiges schief. Ich musste es nachkommentieren. Aber wie ihr seht, wir haben Tosic verkauft für 39.000. Das ist natürlich optimal gewesen. Wenn ich mich richtig erinnere, müssten das über 10.000 im Gewinn sein. Wir haben ihn, glaube ich, für 25 oder für 26 geholt, haben dann noch Verträge angewendet und einen Chemiestil. Lavezzi sind wir losgeworden für 3,9. Den anderen Lavezzi auch für 3,9. Ramos für 2,8. Ramos für 2,8. Ramos für 2,8. Rafinha für 1,3 und Großkreuz für 2.300. Ja, die anderen, die laufen noch, das seht ihr. Wir haben jetzt 56.000. Und damit können wir doch ein bisschen wieder was anfangen. Wir können wieder einkaufen. Ja, als erstes ist natürlich meine Aufnahme ein bisschen schief gegangen. Also ich habe da aufgenommen und irgendwie hat er den Ton nicht aufgezeichnet. Ich weiß nicht warum. Und als nächstes ist dann natürlich auch noch die Web-App down gewesen heute Morgen. Ja, haben wir leider ein bisschen Pech gehabt. Nun gut. Wir kaufen wieder neu ein, wir kaufen uns wieder einen Tosic, da wir den anderen ja losgeworden sind. Wir haben jetzt noch 27.000. Und ja, wir werden dann wieder Verträge holen für den Tosic und ein Chemiestil. Wir haben jetzt noch zwei Silberverträge, die wenden wir noch an, da wir die noch im Verein hatten. Ja, dann haben wir jetzt 18 Verträge. Wir brauchen noch die Fitness. Eine Fitness haben wir auch noch im Verein. Die sparen wir uns. Das war alles aus Tagesgeschenken, das wir da mal erhalten hatten. Dann würde ich sagen, holen wir als erstes Verträge. Kaufen wir wieder für 200 ein. Müssen wir halt ein bisschen weiter nach hinten blättern, aber das funktioniert ja ohne Probleme. Da ja gerade Ronaldo, Ibrahimovic im Team der Woche sind, da werden die Leute Haufen Packs ziehen und wir können wieder alles schön günstig einkaufen und schön teuer verkaufen. Nun gut, wir kaufen erstmal hier ein paar Verträge ein. Dann holen wir uns noch einen Chemiestil. Finisher für 200. Ah, genau, gut so. Und dann werden wir das Ganze auf Tosic anwenden. Der haben wir für 28.750 geholt. Wir rechnen wieder schön mit, damit wir auch nicht so viel Verlust machen. 200, 400, 600, 800 und 1000. Den Chemiestil noch für 200, sind wir bei 1200. Und dann bieten wir den auch auf die Transferliste direkt an. 1200 haben wir nochmal drauf bezahlt, das heißt 29.950. Und wir bieten ihn wieder für 39.000 an. Wenn wir bei knapp 10.000 bezüglich der EA-Tags. Ich habe den wieder neu eingekauft. Wir hatten ja noch Münzen. Ich habe dann noch einen Ramos geholt. Jetzt muss ich selber kurz erst überlegen, weil ich es nachkommentieren muss. Ja, er hat 22 Verträge. Wir geben ihm mal noch einen Vertrag. Dann hat er 35, eine Fitnesskarte. Dann hat er wieder 99. Da haben wir jetzt schon 400 angewendet und einmal Chemiestil, das heißt 600. Auf die Transferliste. Ja, und es hängt hier jetzt. Ich muss ja mal kurz cutten, das Video. So, da sind wir wieder. Ja, 600, das heißt, wir haben 1000. 400 jetzt bezahlt. Insgesamt für Ramos. Und wir verkaufen ihn für. Ja, gut. 2200 und 2300. Der nächste Ramos hat schon einen Chemiestil. Und zwar war das der Architekt.
Wir geben ihm wieder Verträge, denn er hat nur noch ein 200, 400, eine Fitnesskarte 600, 27 Verträge auf die Transferliste. Sind wir wieder bei 1400. Für 2100 und 2200 haben wir den angeboten. Dann nehmen wir uns gleich den nächsten vor. Der bekommt auch wieder Verträge, so wie ihr das schon kennt aus den letzten Teilen. Er hat jetzt 40 Verträge, 95er Fitness, das sollte eigentlich reichen. Und dann werden wir den auch anbieten, denn er hat schon einen Chemiestil. Auf die Transferliste. Wir haben dann immer noch 21.000. Haben wir wieder 1.400. Ne, wir haben ja nur zwei Verträge gegeben. Das heißt, wir haben nur 1.200. Und bieten ihn für ein bisschen mehr an, denn er hat mehr Verträge. So, und als nächstes habe ich mal einen anderen Spieler geholt. Das ist Rodrigo. Denn viele habe ich gesehen, spielen mit denen. Wenn ich jetzt wüsste, für wie viel ich den geholt habe, aber das sehen wir ja gleich, wenn wir ihn anbieten. Ja. Verbrauchsobjekt anwenden. Genau, wir haben nochmal Verträge gekauft, wir haben jetzt 13 Verträge. So, es wären 200, 400, 600. Ein Chemiestil noch. Dann sind wir bei 800. Ja, haben wir 1650 für ihn bezahlt. 2600, 2700. Das Ganze machen wir jetzt mit alle, die wir gekauft haben. So wie ihr das schon kennt. Da brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Ja, und ich würde mich mal freuen, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr das vielleicht mal kommentiert, wie ihr das findet, wie euch die Serie so gefällt. Ja, denn ich habe da eigentlich relativ viel Spaß dran, für euch hier die Videos aufzunehmen und euch das hier zu erklären, wie ihr da relativ schnell an Münzen kommen könnt. Das Ganze ist natürlich relativ zeitaufwendig, das Ganze jede Stunde reinzustellen. Aber im Endeffekt haben wir ja den Erfolg und wir bekommen immer mehr Coins. Ja, und da die Web-App leider heute früh down war, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, war sie gestern früh down, da EA wieder Wartungsarbeiten hat, konnte ich nicht weiter aufnehmen. Und ich habe aber schon wieder verkauft und ich habe auch neu eingekauft. Und ich zeige euch das alles. Ich habe die Spieler jetzt extra noch nicht angeboten und die anderen abgestoßen. Ich werde das Ganze zusammenschneiden. Ihr werdet das gleich sehen. Das wird wieder ein längeres Video. Und ja, ich hoffe natürlich, dass es euch gefällt. Und dann machen wir jetzt den letzten Rodrigo hier fertig. Rodrigo. Ja, so wird er ausgesprochen. Und ich weiß nicht, ob wir das noch sehen, wie ich die anderen Spieler kaufe. Wenn nicht, dann seht ihr das gleich. Hier hauen wir einfach mal alle Verträge drauf, die wir noch hatten. Den letzten Chemiestil drauf, da hatte 72 Verträge, Marksman. Und den werden wir dann wohl ein bisschen teurer anbieten. So, auf die Transferliste. Ja, und ich glaube, das ist dann der letzte und dann seht ihr nur einen kurzen Cut und dann geht's auch schon weiter. So, willkommen. Ich hatte euch ja gesagt, dass als erstes die Web-App down war. Und
ich da nichts mehr machen konnte. Das Video läuft jetzt einfach nur so weiter. Und ja, ich hatte nochmal neu eingekauft und die Spieler liegen noch hier hinten. Das ist einmal Emenike. 5 Spieler habe ich davon geholt. Leider sehen wir jetzt nicht, wie ich die Quatsch, die Verträge und die Chemie-Skill-Karten anwende. Aber dazu kommen wir später. Und zwar, wir hatten ja nochmal einen Tosic geholt und den sind wir auch losgeworden für 39.000. Dann sind wir noch einen Lavezzi losgeworden für 3.900. Rodrigo sind wir für 2,6 losgeworden, für 3.300, für 2.500. Ramos sind wir losgeworden für 2.200, Ramos für 2.500, Ramos für 2.300. Juve haben wir noch verkauft für 1,7, Vargas sind wir losgeworden für 2,8, Großkreuz für 2.000. Und Großkreuz für 1,9. Angeboten wird jetzt noch Juve, der Lallana immer noch, Großkreuz und noch ein Rodrigo. So, für Emenike habe ich 850 bezahlt. Chemiestil hatten sie alle. Also sie hatten alle einen Chemiestil. Ja, genau. Und ich habe nur noch Verträge geholt. Und 26 Verträge, das heißt, wir haben 1.250 bezahlt. Machen wir mal 1,7, 1,8. Dann machen wir mal 1,8, 1,9. Der hat 4 Verträge, machen wir 1,9, 2.000. Machen wir auch mal 1,9, 2.000. Und bei dem machen wir einfach mal 1,9. 1,8 und 1,9. So, da wir Tosic losgeworden sind, würde ich sagen, wir besorgen uns noch ein oder zwei, weil wir haben jetzt 71.000. Der Preis geht jetzt definitiv schon in die Höhe. Für 30 gibt es keinen mehr. Für 31 finden wir noch zwei und ich würde sagen, die holen wir uns alle beide. Dann haben wir nämlich noch 10.000, den schieben wir mal in die aktive Mannschaft. Dann besorgen wir uns, hat der jetzt Chemiestil? Ich glaube, die haben beide keinen Chemiestil. Nein, wir besorgen uns zweimal Finisher. So, Chemiestil. Ja, genau. Chemiestil Finisher für 200. Ah, den kaufen wir weg. So. Zweimal Finisher. So, mal gucken, haben wir noch Verträge? Verträge haben wir auch nicht mehr. Verträge für 200. Oh, das sieht aber nicht gut aus heute mit den Verträgen. Da müssen wir bestimmt mal ein paar Seiten nach hinten blättern. Dann machen wir das mal fix. Ich würde mal sagen, so 4 Verträge pro Spieler. Ja, da war schon jemand schneller. Wieder. Ja, das wird jetzt ein bisschen schwierig. Aber wir könnten uns noch ein paar besorgen. Daran soll es nun nicht liegen. Blättern wir halt weiter nach hinten. Müssen wir bloß aufpassen, dass wir nicht so viele Klicks machen, weil dann meckert EA. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Ich glaube, das ist der 6., der 7. und der 8. So. Der hat noch 19 Verträge. Machen wir mal 4 drauf. Sind wir bei 800. 800. Er hat jetzt 71 Verträge.
Chemiestil haben wir vergessen. So, sind wir bei 1000. 1000 auf die Transferliste, dann machen wir den anderen auch noch. In die aktive Mannschaft. Schieben wir mal hier hin. So. Da setzen wir auch wieder 1000 nochmal drauf durch die Verträge und die Chemiestilkarte. So, ich mache das schnell fertig. So. Und dann können die auf die Transferliste. So, 1000, das heißt, wir haben 32.000 für ihn bezahlt. Wir bieten ihn einfach mal an für 43 und 44.000. Und den mit 71 Verträgen machen wir einfach mal 46 und 47.000. So, dann haben wir noch 8.000 Münzen übrig. Ich kaufe schnell ein, dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt noch Großkreuz wiedergeholt. Vier Verträge habe ich gekauft. 200, 400 und noch ein Chemiestil, wieder Backbone. Das macht 600. Plus Großkreuz für 850. Das macht 1400 dann. 1450, so. Bieten wir an für 2000, 2100. Dann haben wir noch einen. So, einmal den Chemiestil Backbone und zwei Verträge. So, dann können wir den auch anbieten. Auf die Transferliste. Zweitausendeinhundert, 2200. So, da hätten wir jetzt noch 5800. Emmenigel haben wir jetzt auch noch drauf. Und ich kaufe noch mal schnell ein, dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt noch mal schnell eingekauft. Und zwar habe ich jetzt dreimal Mandzukic geholt, drei Chemiestile und noch neun Verträge. Ich habe jetzt quasi alles rausgehauen an Münzen, was noch ging. Jetzt haben wir ja einmal Sniper draufgehauen. Wir geben jedem jetzt drei Verträge. Dann hat er 46. Also 1100 habe ich bezahlt. Plus 800 Verträge und Chemiestil macht 1900. Nein. Auf die Transferliste. Wir haben jetzt quasi für jeden 1900 bezahlt. Ich mache die schnell fertig und dann bieten wir die noch zusammen an. So, noch ein Vertrag. Also hier Hemmonse und Bornse und Klopfense. Also, wenn ihr das hört, das bin nicht ich. So, einmal Finisher noch drauf. So, und dann noch der letzte Mandzukic auf die Transferliste. In die aktive Mannschaft. So. Und das ist eigentlich auch gut, dass ich jetzt Mandzukic geholt habe. Oder auch nicht. Aber eigentlich ist er jetzt dieser BBVA Cup. Liga BBVA Cup, 11 Spieler aus der Liga BBVA. Und ich denke, damit können wir vielleicht auch mit einer höheren Chance etwas verkaufen. So, dann bieten wir Mandzukic an. 1900 haben wir quasi bezahlt. Machen wir 2900 und 3000. Ich würde sagen, bei jedem, da sind wir gut dabei. Machen wir knapp 1000 Gewinn.
Und dann war es das auch gewesen. Ist heute ein längeres Video geworden, aber wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch mal ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir schauen noch schnell auf den Transfererlös. Wir sind jetzt bei 106.000 und alle, die da drunter geschrieben haben, dass es fake ist und dass es nicht funktioniert, ich zeige euch ja, dass es hier besser geht. Also, lasst mir ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ihr könnt jetzt wieder auswählen, ob ihr das überteuerte Verkaufen den Part 3 sehen wollt. Oben rechts findet ihr, wie mache ich es richtig, Part 1. Unten drunter findet ihr Bullshit Packs, Part Nummer 2. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, haltet die Ohren steif und ciao.